Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja Leute, bei uns war hier einiges los, beziehungsweise nicht los. Wir waren 2 Wochen im Dezember krank. Es war so schade, weil ich finde die Vorweihnachtszeit eigentlich so schön und so magisch. Aber bei uns war leider der Wurm drin. Erst war ich ganz erkrankt, dann Malia und jetzt Dennis. Aber gut, man muss es so nehmen, wie es ist und wie es kommt und kann da ja auch nichts ändern dran. Auf jeden Fall geht es für mich jetzt los zum Haus. Heute kommt unser Estrich rein. Oh mein Gott. Und mittlerweile sind auch unsere Fliesen für die Bäder geliefert worden. Ja, wir haben uns vielleicht auch jetzt final schon für ein Parkett entschieden. Mal schauen. Wir dachten erst, der wäre viel teurer. Ich dachte erst, der kostet 140 Euro der Quadratmeter. Aber jetzt kam das Angebot. Und es sind doch nicht 140 Euro der Quadratmeter. Also es wäre schon schön, wenn das jetzt so stimmt und wenn das so passt. Also ja, da müssten wir aber den Boden nochmal abholen, weil wir haben ihn tatsächlich noch nicht im Haus liegen gehabt. Sondern wir hatten ihn hier liegen und dachten so, nee, 140 Euro der Quadratmeter geht nicht. Weil wir haben ungefähr 220 Quadratmeter, die wir brauchen an Bodenbelege. Und wenn man das einfach mal hochrechnet, dann kriegt man kurz einen Schock. Und da ist noch keine Fußboden, also keine Leiste dabei und. Also ja, ordentlich was. Ordentlich Geld, das man da liegen lässt. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehe ich los. Und bin schon sehr gespannt, ob das Silo schon steht oder ob die schon den Estrich reinlaufen lassen. Also ich weiß gar nichts. Deswegen würde ich sagen, let's go. Planänderung. Ich schreibe jetzt hier kurz eine Weihnachtskarte noch für die Tagesmutter von Malia. Ich hole Malia jetzt ab, denn es sind alle Kinder bei der Tagesmama krank. Malia ist gerade ganz alleine dort und am Montag, Dienstag hat es noch ganz gut geklappt. Gestern war sie schon quengelig und war traurig, dass sie alleine dort ist und heute ist ja Donnerstag und heute klappt es gar nicht. Also sie fragt die ganze Zeit nach den anderen Kindern und will nicht alleine dort sein. Und will auch nicht spielen mit der Tagesmama. Deswegen hole ich sie ab, bevor sie da irgendwie ein Trauma erleidet. Und denkt, sie müsste immer da alleine hin. Schreibe ich noch kurz eine Weihnachtskarte für die Tagesmama. Ich wünsche dir kuschelige Wärme. Wisst ihr was? Unser E-Strich liegt schon. Ich hoffe, ich sehe mich überhaupt, weil es hat gerade drauf geregnet. Es ist so ekliges Wetter. Unser E-Strich ist einfach schon drin. Ich glaub's nicht. Ich bin jetzt mit Malia angekommen. Ja. Leute, der Estrich ist schon drin. Ja, ich bin sprachlos. Schaut mal. Der komplette Estrich. Estrich. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, das ist das Wort. Mit dem werde ich noch keinen Freund mehr. Ist drin. Die waren um 8 da und um 10.30 Uhr fertig. Wie krass ist das bitte? Also wirklich richtig krass gute Arbeit. Das einzigste Problem, was wir haben die Dusche nicht abgesteckt. Das muss jetzt rausgefräst und rausgeschlagen werden. Der Estrich, der dürfte nämlich dort nicht hin, weil wir dort eine bodenebene Dusche haben wollen, die so ein bisschen schräg gehen muss. Deswegen sollte die ausgespart bleiben. Natürlich Missverständnis. Ja, ist jetzt passiert, ist so. Können wir hoffentlich noch beheben. Genau, und ansonsten sieht es ganz schön krass aus. Jetzt werden dann alle Wände verputzt und mit Feinputz gemacht und weiß gestrichen. Und dann können wir einziehen. Nee, Spaß, so schnell geht's nicht. Hier oben kommen Rigipsplatten drauf. Die Elektriker müssen rein, die müssen alle Löcher fertig machen. Ja, bin echt gespannt. Also es geht auf jeden Fall voran. Das war ein großer Meilenstein und da sind wir sehr dankbar für, weil der muss ja 8 Wochen trocknen. Genau. Krass einfach, der Silo wurde jetzt einfach wieder abgeholt. Der wurde heute Morgen um 8 gestellt und jetzt holen sie ihn wieder ab. Da stand nicht mal ein Tag da. Also ein ganz großes Lob an die Handwerker. Ins Dachgeschoss, weil hier ist auch krass viel passiert. Tadrata! Also da muss nur noch die Elektrik verbaut werden und dann kommen hier einfach nur Rigipsplatten drauf, die verputzt werden und dann ist auch unser Dachgeschoss eigentlich so gut wie fertig und natürlich die Fußbodenheizung kommt rein. Ja, so sieht das aktuell aus. Papa. Zeig mal den Töpflein.
Was ist denn da drinnen? Ui, süß. Das ist ein Bett? Ja. Echt? Babybett. Babybett? Ja. So, ich bin wieder im Auto. Allerdings habe ich über eine ganze Stunde geschlafen. Ich würde euch gerne erzählen, dass ich so viel Energie habe und so viel Elan, aber jetzt zum Ende vom Jahr sind meine Energiereserven aufgehoben. Und ich glaube auch, dass das mit der Dusche nicht so geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben, dass mich das so richtig platt gemacht hat. Also nur der Kopfstruggle, dass das jetzt wieder aufgemacht werden muss und ich Angst habe, dass die Fußbodenhaltung so beschädigt wird. Nur das macht aus mir ganz, ganz viel. Also, dass ich ganz kaputt bin und nur lag. Und Malia hat nicht geschlafen, aber gut. Dennis ist zu Hause, der ist krankgeschrieben und er sitzt mit Malia und ich gehe zu Katrin, denn wir wollen heute einen Tannenbaum aufstellen. Ist ja schon Donnerstag. Genau, wollen daraus auch ein bisschen real machen. Deswegen gehen wir jetzt los. Hallo, ich bin bei Katrin angekommen. Hallo. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Haaren anfange. Jetzt hören wir erstmal den Baum, würde ich sagen, bevor du über deine Haare nachdenkst. Sie sind von der Heizungsluft so. Da kommt der Baum hin. Das ist ein Vorher und. Tadarata, das ist unser Christbaum. Katrin ist hier noch Baum. Man sieht dich gar nicht, Schwester. Ich bin das Geschenkle. Du bist das Geschenk. Hier, bitte. Danke. Wir haben jetzt die Lichterkette reingemacht. Das war schon irgendwie ein Act, gell? Mhm. Jetzt geht's ans Schmücken. So, unser Bäumchen steht. Sieht gar nicht so groß aus. Also echt ist er riesig. Aber auf dem Video kommt er gar nicht so riesig rüber, gell, Katrin? Ja. Und auf dem Foto. Stimmt. Aber er ist wirklich sehr, sehr groß. Und schaut mal, bei der Spitze sind die LEDs drin. Ja, super schön. Ich habe noch ein paar coolen zu Hause. Ich habe ja dieses Jahr wahrscheinlich keinen Baum. Wir haben keinen Baum. Die bringe ich Katrin noch mit. Katrin hat mir ein Festbrot gemacht und schaut mal, wir schreiben Karten für unsere Kooperationspartner. Mhm. Wir sind jetzt auch zusammen einkaufen, Dennis, Malia und ich. Und Dennis meinte so, er will Paulaner mitnehmen und ich so, willst du Bier mitnehmen? Natürlich nicht. Gell, Schätzle? Dennis trinkt kein Bier. Schatz. Was? Der halbe Wagen ist mit deiner Handtasche voll, das ist doch unglaublich. Oh, sorry. Die Teufelsdinger, wie heißen die Scheiße? Füsselwäsche. Wie heißen die? Keine Ahnung. Hey, was machst du für so laute Geräusche? Du kleiner Dieb. Bist du ein kleiner Dieb? Du kleiner Dieb. Dann Getränke. Guten Morgen, Malia ist heute Morgen ein Rentier. Wie süß. Oh, sie will doch keins sein. Milo, Spielzeug ist alles verteilt. So sieht es bei uns immer aus. Gell? Ist das dein Rentier? Zeig mal her. Nein. Nein? Hase. Valentin? Hase. Hase? Ja. Ist das ein Hase oder ist das ein Sven? Hase. Das ist doch ein Sven, mein Schatz. Hase. Okay, dann ist es ein Hase. Hase. Wie macht der Hase? Hi. Hopp, hopp, hopp. Einen wunderschönen guten Morgen, jetzt auch mit Gesicht. Katrin und ich, wir sind Gassi mit Milo und mit der Malia. Die passt gerade noch so in den Sportaufsatz von meinem Junior. Pass auf, heb deine Füße, gell, mit deinen Schuhen. Malia ist so groß schnell geworden, ja. Aber das ist gut. Weg schon gedeiht. Milo. Geht der auf Klo? Der Milo? Aufs Klo. Katze noch nicht, wir haben die Post weggebracht. Und hallo, zeigst dich oder nicht? Heute fühlen wir uns nicht danach. Heute fühlen wir uns nicht danach, aber wir sind jetzt in der Waschküche und essen Mittag, gell, Malia? Zeig mal deinen Look. Wow. So, Leute, wir sind noch im Gartencenter, Katrin und ich. Gell, Malia? Sollen wir das der Marion mitbringen? Wir sind nämlich zum Kaffee eingeladen zu Weihnachten und dachte ich, dann nehme ich das, ist auch cool. So, das mit. Das ist ein Teelicht, Windlicht. Oh, meine Schatzi. So, Dennis geht jetzt mit Malia ins Bett und ich hätte es euch jetzt eigentlich filmen müssen. Malia sagt immer erst Milo gute Nacht und gibt ihm einen Kuss und dann sagt sie mir gute Nacht und gibt mir einen Kuss. Ja, und ich habe übrigens gestern der Vulkanrettung von Bakari oder sowas heißt es. Neuseeland angefangen zu schauen und bin dann eingeschlafen. Aber es ist echt krass und sehr,
sehr interessant und sehr emotional. Also das sind Leute auf dem Vulkan, der quasi inaktiv ist, also immer mal wieder Aktivitäten hat, aber eigentlich so noch, also das letzte Mal ausgebrochen, ich will jetzt nicht lügen, vor 3-4 Jahren oder sowas, aber an dem Tag hatte er keine Aktivitäten oder ja, und dann ist er tatsächlich ausgebrochen mit so ganz vielen Touristen, die den besucht hatten. Und viele sind gestorben, haben schwere Brandverletzungen, also echt richtig, richtig übel. Und da gucke ich jetzt noch das Ende an. Echt jetzt? Weil die hat anscheinend Kacke an der Hose. Ich komm. Ja, was mache ich jetzt heute Abend noch? Also ich will auf jeden Fall die Wohnung noch einmal wischen und meine Haare vielleicht auf Lockenwickler aufwickeln. Keine Ahnung. Geschenke sind soweit alle verpackt. Meine Eltern machen mir wahrscheinlich einen Gutschein, also den müssen wir noch ausdrucken. Last minute. Und dann überlege ich mir vielleicht noch, was ich backen könnte die nächsten Tage. Sonst passiert heute Abend nicht mehr so viel. Achso, unser Estrich, was da das Problem war im Bad, den hat uns heute Morgen der Estrichleger rausgeklopft. Also richtig nice. Also das war so krass, die Betreuung. Und ja, sind wir sehr, sehr froh drum. Ich kann euch mal den Kontakt beziehungsweise fragt mich über Instagram, falls ihr in Pforzheim und Region einen Estrichleger benötigt, nach dem Kontakt, dann gebe ich den euch über Instagram. So machen wir das. Genau, sehr empfehlenswert. Also das war Arbeit on point. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. So, meine Freunde, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Jetzt schauen wir mal, wann es wieder den nächsten Vlog gibt. Aber ich fand das jetzt ganz interessant mit dem E-Strich und habe euch einfach mitgenommen. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt schöne Weihnachten, schöne Feiertage mit euren Liebsten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.